Sehr geehrte Frau Günther, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch auf dieser etwas ungewohnten Art begrüßen zu können zu diesem heutigen Symposium, zu dieser Konferenz, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe und bedauere, dass ich nur zu Ihnen virtuell sprechen kann. Aber UNO Flores verbindet mich schon lange eine Zusammenarbeit, die auf persönlicher Art und Weise entstanden ist. Schon Professor Atakanyan habe ich kennengelernt, den Vorgänger von Frau Professor Günther. Und jetzt mit Ihnen, Frau Professor Günther und Ihrem Team, ist es noch viel, viel intensiver geworden. Die UNO Flores ist für uns hier in Dresden, im Freistaat Sachsen, eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Junge Leute aus der ganzen Welt, ob das Doktoranden sind, Praktikanten sind, kommen hierher, arbeiten an internationalen Projekten im Umweltbereich und Nachhaltigkeitsforschung und nehmen diese Ideen und dieses Netzwerk wieder mit zu sich in ihre Heimatregion. Ich denke, das ist der richtige Ansatz. Über die vielen Probleme, die wir in der Welt haben, im Umweltbereich, im Wirtschaftsbereich, im sozialen Bereich, gemeinsam zu denken, gemeinsam diese Herausforderungen anzugehen und nicht etwa isoliert, wie das manche heutzutage wieder diskutieren, denn in der Gemeinsamkeit werden wir sie lösen. Isoliert haben wir keine Chance und hier in Europa schon gar nicht. Und so ist es schön, dass wir gemeinsam ein Projekt auf den Weg gebracht haben. Ich erinnere mich gerne an den gemeinsamen Tag der Nachhaltigkeit im letzten November. Vertreter aus 22 Nationen waren dabei und auch die heutige Veranstaltung ist ein Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit. Ich erinnere mich noch gern, als Professor David Malone hier war, der Rektor der Universität, und wir ein Abkommen abgeschlossen haben, auch zur Unterstützung dieser heutigen Konferenz. Ziel war es, enger zusammenzuarbeiten, gemeinsame Projekte im Umweltbereich zu entwickeln, auf den Weg zu bringen. Außerdem haben wir vereinbart, im Rahmen der diesjährigen Nexus-Konferenz dieses gemeinsame Side-Event durchzuführen. Und das ist nun heute, wie gesagt, auf diese ungewöhnliche Art und Weise auch der Fall. Ich nehme heute als Staatsminister für Regionalentwicklung daran teil. Damals noch unterzeichnet als Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, aber auch in meinem neuen Amt gibt es viele Berührungspunkte. Die Staatsregierung hat sich entschlossen, oder die Koalitionsfraktionen der neuen Regierung haben sich entschlossen, ein neues Ministerium auf den Weg zu bringen, dieses Staatsministerium für Regionalentwicklung. So etwas hat es bisher im Freistaat Sachsen, ich glaube auch in anderen Bundesländern in Deutschland, nicht gegeben. Wir haben viele Themen vereint, die sonst auf verschiedene Ressorts verteilt waren. Es ist nicht nur die städtische Entwicklung und die ländliche Entwicklung zusammengekommen, die gesamte Landesplanung ist in diesem Haus, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Themen wie Bau- und Wohnungswirtschaft und die Denkmalpflege sind dabei und ganz besonders eine große Herausforderung für unseren Freistaat Sachsen in den nächsten Jahren ist der Strukturwandel in unseren Braunkohlerevieren. Es soll ein schrittweiser Ausstieg aus dem Braunkohleabbau und der Braunkohleverstromung bis zum Jahr 2038 erfolgen. Und das ist nicht nur eine isolierte Aufgabe des Freistaates Sachsen. Wir arbeiten eng mit den betroffenen Bundesländern in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und auch in Nordrhein-Westfalen zusammen und sind natürlich sehr dankbar, dass die Gemeinschaft der Länder 40 Milliarden Euro uns in Aussicht gestellt haben. Und ich hoffe auch dann durch ein Gesetz, was noch zu beschließen ist, jetzt vor der Sommerpause, uns zugesichert haben, dass wir diesen Strukturwandel auch schaffen. 10 Milliarden sollen davon in den Freistaat Sachsen kommen. Geld, was für den Strukturwandel wichtig ist, für wichtige Infrastrukturprojekte, zum Beispiel den Ausbau der ICE-Strecke von Berlin über Weißwasser bis Görlitz oder die Elektrifizierung im mitteldeutschen Revier der Bahnstrecke von Chemnitz nach Leipzig. Weitere Infrastrukturprojekte sind in der Pipeline, die wir mit diesem Geld umsetzen können. Also wichtig sind vor allen Dingen die Anbindungen der Kohleregionen an die Zentren. Hoyerswerda, Kamenz und Dresden werden wir zum Beispiel an die Landeshauptstadt Dresden anbinden. Infrastruktur, moderne Infrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung, ist ein Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen, aber auch für touristische Zwecke, für Forschungseinrichtungen, die hierher kommen sollen. Und Ziel bleibt es, den Menschen in den Revieren
eine Zukunftsperspektive zu geben und möglichst auch andere zu animieren, dahin zu gehen und zu arbeiten, aber auch um ihre Freizeit dort zu verbringen und Wertschöpfung in diesen Regionen zu halten. Wie gesagt, wir brauchen Wertschöpfung für bezahlte Arbeitsplätze, wir brauchen Nachhaltigkeit bei der Umsetzung der Projekte und wir müssen uns vor allen Dingen Zukunftsthemen zuwenden. Eines solches Zukunftsthema ist der Wasserstoff. Forschungsvorhaben sind bereits gestartet. Seit 2007 gibt es über die Brennstoffzelleninitiative ein Netzwerk aus Forschungseinrichtungen und Industrie, die dieses Thema voranbringen. Seit 2018 vereint der Innovationscluster H2 Antrieb für Sachsen die sächsische Wasserstoff- und Brennstoffzellenkompetenz. Das, denke ich, ist ein wichtiges Zukunftsthema. Weitere kann ich mir vorstellen, aber es ist wichtig, dies auf Grundlage feste Fundamente zu stellen. Deshalb freue ich mich auch, dass im Koalitionsvertrag auch dieses Thema der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in einem Kompetenzzentrum zu bündeln Einzug gefunden hat. Technologische Ansätze bei der Brennstoffzelle, bei der Elektrolyse bis zur Anwendungsreife zu entwickeln, das ist das Ziel. Und wir haben dort bei der Testung von Brennstoffzellen bereits Planungen in Görlitz auf den Weg gebracht und sind sehr, sehr weit fortgeschritten. Und das freut mich natürlich, dass wir es nicht nur aufs Papier bringen, sondern dann auch wirklich in der Realität umsetzen. Es sind tolles Ergebnis von unserem Ministerpräsidenten, zwei Helmholtz-Zentren uns zugesagt worden, eins ins Mitteldeutsche Revier, eins ins Lausitzer Revier. Dort wird es einen Wettbewerb geben, ein ganz interessanter Ansatz, welche Forschungsschwerpunkte diese Helmholtz-Zentren am Ende bearbeiten werden. Bin gespannt, wie das am Ende ausgeht, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Aber es geht auch weiter um Themen wie Kreislaufwirtschaft, wie Bioökonomie. Professor Groll aus Chemnitz hat dort Gespräche bereits geführt und bestimmte Initiativen mit Playern vor Ort, mit anderen Universitäten aus Dresden, aus Freiberg auf den Weg gebracht, um im Land in der Lausitz so ein trilaterales Forschungszentrum zur Kreislaufwirtschaft auf den Weg zu bringen. Weitere sind eingeladen, um das am Ende mit umzusetzen. Ich habe gehört, dass eine Firma, die ich erst neulich besucht habe, Scholz Recycling, mit dabei sein wird heute bei der Konferenz. Also wichtige Arbeitgeber aus der Region sollen eingebunden werden, sollen eine Zukunftsperspektive erhalten, sollen möglichst auch wachsen, vielleicht auch sich in anderen Wirtschaftsbereichen mit engagieren. Das alles ist ein Bestandteil für den Strukturwandel, für den Erhalt von Arbeitsplätzen und den Erhalt der Wertschöpfung in den Partnern. Ich bin sehr oft unterwegs in den Regionen, führe vier Revierfahrten durch, habe bereits schon ganz viele Gespräche geführt. Und ein wichtiger Aspekt ist dann immer wieder, wie können wir denn auch Behörden hierher kommen? Deshalb ist es für mich ganz wichtig, Bundesbehörden hier anzusiedeln. Die BAFA ist jetzt gerade aus einer Entscheidung getroffen. Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle wird in der Lausitz eine Niederlassung eröffnen. Man kann sich Bundeswehrstandorte auch vorstellen. Aber für all das, für die ganzen vielen Projekte, die wir haben, brauchen wir die gesetzlichen Grundlagen. Wie gesagt, bis zum Sommer, im Juni im Bundestag, im Juli im Bundesrat sollen diese Grundlagen geschaffen werden. Meine Signale aus Berlin lassen keinen Zweifel daran, dass das auch gelingen wird. Für uns ist diese Entscheidung ganz, ganz wichtig und für uns ist es auch in dieser jetzigen Situation, Pandemie, Corona, Sie wissen, was es für die Wirtschaft bedeutet. Für mich ist das auch ein Konjunkturprogramm für die Zeit nach der Krise und natürlich perspektivisch für die nächsten 20 Jahre die Grundlage, dass der Strukturwandel in der Lausitz gewinnt. Wir wollen ganz eng zusammenarbeiten mit vielen weiteren Akteuren aus den verschiedensten Bereichen. Die Kommunen sind gefragt, Initiativen aus den Regionen sind gefragt, aber natürlich auch unsere Sächsische Aufbaubank, die Wirtschaftsförderung Sachsen wird eine große Rolle spielen und natürlich grenzüberschreitend zu den anderen Bundesländern auch die Strukturentwicklungsgesellschaften dieser Region wie die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH und die Mitteldeutschland
die Metropolregion Mitteldeutschland. Wir in Sachsen haben dazu eine eigene Strukturentwicklungsgesellschaft gegründet. Ende letzten Jahres war es soweit. Jetzt Geschäftsführer ist bestellt, jetzt nimmt sie ihre Arbeit auf und wird ganz eng mit diesen Akteuren in anderen Bundesländern zusammenarbeiten, aber vor allen Dingen bei uns im Freistaat Sachsen das, was uns möglich ist, dann auch möglichst erfolgreich umsetzen. Ich freue mich darauf, dass auch Uno Flores mit vielen Ideen, mit den Initiativen diese Strukturwandel mit begleiten will. Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, also ökologische, soziale, wirtschaftliche Aspekte in Einklang zu bringen. Das ist ja auch eine Grundlage für die Herangehensweise der Projekte von Uno Flores überhaupt. Und deshalb herzlichen Dank für dieses Engagement. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit, auch in meiner neuen Funktion als Staatsminister für Regionalentwicklung. Unser zuständiger Abteilungsleiter wird ja auch an der Nexus-Konferenz mit teilnehmen. Dr. Rode wird viele, hoffe ich zumindest, viele Ideen mitbringen, vielleicht gemeinsame Netzwerke entstehen lassen und so den Strukturwandel erfolgreich begleiten. Ich wünsche für die Nexus-Konferenz einen guten Verlauf, freue mich auf die Ergebnisse und freue mich allerdings auch vor allem darüber hinaus mit Ihnen, Frau Professor Günther, mit dem ganzen Team von Uno Flores weiter zusammenarbeiten zu dürfen. Vielen Dank.